Dorodango, die Kunst der Perfektion. Dorodango kommt als Kunstform ursprünglich aus dem Japanischen und bedeutet so viel wie ein aus Matsch zusammengepresster Ball. Hierbei wird mit viel Geduld und Stetigkeit, alleine oder im Team, eine glänzende Kugel geformt. Es ist wichtig zu wissen, dass es hier wirklich um die Geduld, den Prozess an sich geht. Und es ist auf jeden Fall empfehlenswert, die Teamvariante einmal auszuprobieren. Hier kann man gelungen im Team dabei Projekte besprechen, gemeinsame Ideen austauschen und hat am Ende sogar ein fertiges Produkt in den Händen, was ich sehen lassen kann. Also in diesem Sinne, viel Spaß beim Ausprobieren. Dorodango, here we go! Benötigt werden Wasser und Erde, Lehm oder etwas ähnliches, gegebenenfalls ein Sieb, um ein feineres Material zu erhalten, einen Eimer und einen Behälter oder eine Unterlage, ein Tuch und einen Polierlappen. Zunächst wird das Wasser und die Erde vermischt, sodass sich mit der Erde oder dem Lehm und dem Wasser eine feuchte Klebemasse ergibt, die durch weiteres Hinzugeben von Lehm eine dichte, homogene, teigartige Masse bildet. Diese zu einer Kugel formen und darauf achten, dass beim Formen der äußere Rand nicht zu trocken wird, sodass sich Risse bilden. Bevor dies geschieht, die Kugel zwischendrin immer wieder in eine Tüte geben. Die Feuchtigkeit kann somit in der Ruhezeit austreten. Im Kühlschrank kann der Prozess etwas beschleunigt werden. Das Austreten der Feuchtigkeit kann dann mit etwas Staub wieder berieselt und somit der Prozess 5 bis 6 Mal wiederholt werden, sodass die Kugel so langsam von innen nach außen ihre Feuchtigkeit abgibt und sich am Schluss eine Kugel mit einer gleichmäßigen harten Schale bildet, die dann weniger und weniger von dem staubartigen Material der Erde oder des Lebens aufnehmen kann, hierzu die Hand in den Staub geben und am Schluss wirklich nur noch eine hauchdünne Schicht aufgeben, die dann irgendwann auch nicht mehr haftet. Das ist der Moment, in dem dann der Staub abgerieben werden kann mit dem Tuch und nach dem langwierigen Prozess des Formens und Einreibens und Formens und Ruhens und Einreibens kann dann am Schluss eine glänzende Kugel erreicht werden. Je nach Größe dauert dieser Prozess länger oder kürzer. Es ist also zu empfehlen, mit einer kleinen Kugel zu beginnen. Mit etwas Übung und Geduld erhält man dann ein schönes Objekt, das entweder als Briefbeschwerer oder auch als einfaches Schmuckstück verwendet werden kann. Ein spannendes Projekt aus Japan. Viel Spaß dabei!